Das ist das neue iPad 3. Und ich werde jetzt mal zeigen, wie schön das eigentlich aussieht, falls man das so rüberkriegt. Ich gehe nämlich mal zur Zugspitze. Da kommt sie schon. Z. Und das Teil fährt jetzt dahin. So, da sehen wir die Zugspitze. Und jetzt kann man das ja wunderschön größer machen. Übrigens, ich habe da mindestens 2 oder 3 Leute gefunden, die haben ein iPhone und wissen nicht, dass man die Finger da auseinander machen kann. Die waren ganz erstaunt, dass man das größer machen kann und kleiner machen kann. So, da ist also die Zugspitze. Und jetzt gehen wir einfach mal hier in den Schnee rein. Und ich glaube, da sieht man schon, ich weiß nicht, ob das die besten Auflösungen sind hier, die ich Ihnen vorführen kann von Google Earth. Noch was größer. Naja, das macht keinen Sinn mehr. So. Jetzt hat man so ein iPad und ich merke das jetzt schon, dass ich das am allerliebsten irgendwo hinlegen würde. Und da gibt es Leute, die legen das Ding so auf den Tisch drauf. Gerade das Display ist das Feinste dabei. Das sollte man ein bisschen schonen. Und ich habe dann bei eBay geguckt und fand für 16,95 Euro hier so eine Schutzmappe. Da stellt man das iPhone rein. So, und schon ist es magnetisch auch fest. Und damit kann ich das Ganze zumachen. Wer den Apfel braucht, hier hat er ihn. Wer ihn nicht braucht, der kann natürlich auch ein anderes Modell kaufen. Und jetzt nimmt man dieses Gerät und stellt es hier in eine solche Fuge rein. Und es steht jetzt wunderbar vor einem und man kann es natürlich benutzen. Und das ist so ein Tipp, dass man das nicht, wenn man das mit dem Finger macht, dann ist das ja sehr schnell versaut, das Display. Mach mal so. Und wenn man dann mal schräg drauf guckt, dann sieht man die Fingerspuren, weil immer ein bisschen Fett auf den Fingerkappen ist. Und dafür sollte man tunlichst, so oft habe ich das jetzt mittlerweile schon bei anderen Leuten mit einem iPad rübergegeben, dieses Display-Spray und dann so ein Mikrofasertuch zum Abputzen. Das gehört eigentlich mit zur Ausrüstung. Das kann man übrigens dann auch nachher hier reinlegen und hat es dann auch immer dabei. So, nochmal aufgestellt. Was noch wichtig ist, Sie sehen das, dass ich hier vieles mit diesem Stick mache. So, das ist kein Kugelschreiber. Sollte man auch nicht nehmen, den Kugelschreiber. Denn das ist ein Spezialstift. Das ist hier so eine Kappe aus Gummi oder aus einem anderen Material. Das ist ein kapazitiver Bildschirm. Und hier brauche ich den Finger dazu, um den bedienen zu können. Ohne Finger geht es nicht. Also wenn ich da so einen Bleistift nehme und da kann ich nichts mit bewirken. Könnte aber das auch selbst machen, indem ich hier ein bisschen Aluminiumfolie drum mache und mache hier noch ein bisschen Tesafilm drum, den ich dann anfasse. So, und dann habe ich sowas Ähnliches wie hier diesen Stift. Was mache ich denn mal? Hier gibt es eine Geschichte zu gucken. So, und ein bisschen. Ah, der will das nur so haben. Ach so, ja. Das kann man natürlich auch machen, indem man das einfach hier rumdreht. So. Und hakt das dann so ein. Und wenn der Film kommt und der Film läuft so, auch das kann man drehen. Oder so kann man es drehen. So, damit ist man eigentlich sehr frei in der Bedienung und 360 Grad eben drehbar. Und eben dieser Stift, wenn ich das jetzt nochmal wegmache, mal gucken, wo ist er? Hier ist es. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, da bewahre ich meine elektronischen Chips auf. Und das ist so ein Anti-Static-Material. Und das ist geeignet dafür, für sich einen Stick zu bauen, um ein iPad zu bedienen. Wo gehen wir denn mal hin? Hier auf Tomorrow. Da steht es auf dem Kopf. Na, komm. Nochmal. Na gut. Tele, na.
Na gut, dann drehen wir es eben rum. Es müsste sich eigentlich auch, wenn ich es lose in der Hand hätte, auch von selbst drehen. Telefonieren mit Weida steht da. Und Sie sehen, das kann ich jetzt hiermit auch bedienen. Da kommt die Tastatur X, Z, V, B, N, M. So, und da gibt es sehr viele Leute bei, hilft mir mal, bei YouTube. Ja, bei YouTube, die haben sich Gedanken gemacht, wie man sowas bauen kann. Schauen Sie einfach mal nach iPad Pen oder sowas ähnliches. Da gibt es manche, die machen hier so einen Metallkugelschreiber, machen das hier hinten ab und machen das so zurecht, dass hier vorne diese Gummi rauskommt. Er muss eine metallische Verbindung dann haben und dann kann man sowas auch benutzen. Ich habe diesen Stift mitgekriegt mit dieser Hülle für 16 Euro. Ich glaube, der kostet so einzeln so um die 9 Euro oder sowas, habe ich ihn gesehen. Also den Stift zu benutzen, ist eigentlich, hilft es einem dabei, den Bildschirm auch sauber zu halten. So, das waren so ein paar Tipps, die ich festgestellt habe, dass die nicht jeder weiß. Stellen Sie sich vor, da hat jemand ein iPhone ein halbes Jahr und weiß noch nicht einmal, dass man da die Finger auseinanderziehen kann, um es größer zu machen. Also da muss man wirklich ein bisschen informieren dazu.